Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Oxygen Not Included, DLC Spaced Out. Wir befinden uns hier gerade auf unserem Asteroiden in den Sümpfen und ich starte jetzt einfach mal und wir machen mal weiter. In der letzten Folge haben wir kurz das Spielen so ein bisschen erklärt, die Spielprinzipien, haben die zwei Klos hier gebaut, dann nochmal das Waschbecken, hier so ein Schlafzimmer, eine kleine Forschungsstation und ich denke, heute machen wir weiter und erweitern das Ganze mal mit den neuen Forschungen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Nahrungsproduktion, weil wir haben gerade hier, wie man sieht, nur noch 11.000 Kalorien. Das reicht natürlich bei weitem nicht aus. Und jetzt sind sie alle arbeitslos. Das müssen wir schleunigst ändern. Das darf eigentlich nicht passieren. Ich schlage mal vor, wir haben hier so viel schmutziges Wasser und das stört gerade, dass wir uns erstmal darum kümmern. Ich werde jetzt mal hier das mal aufbrechen und hoffen, dass das alles hier so ganz entspannt hier runter fließt. Und danach können wir das hier alles mal aufräumen. Oh, da kommt es schon. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Schwappt auch nicht drüber. Kalt ist es, ne? Kalt. Und das füllt da unten natürlich das Loch sofort. Bauen einfach mal weiter nach dem Prinzip. So 20, dann 4 weg. Dann machen wir wieder hier 20. Ja, das geht aktuell noch nicht. Dann bauen wir hier noch die Leiter. Und warum ich das jetzt hier mache, also die Leiter hier, ich möchte so einen Dreierabstand, also Wand. Ein Abstand, dann die Leiter, dann nochmal ein Abstand und dann kommt wieder die Mauer. Und die Mauer, beziehungsweise die Leiter am Anfang hatten wir ja nur wegen des schmutzigen Wassers hier und das hat einfach nur gestört. Ja, das müssen wir gleich auch noch abbauen. Das ist ein bisschen störend. Und was ich auch machen will, ist diese Power Slugs. Ja, die müssen einfach weg. Ja, jetzt, ja natürlich, jetzt ist schon wieder Schlafenszeit, gehen sie alle schön pennen. Und währenddessen schauen wir uns mal die Forschung an. Und zwar, wir haben hier auch die erweiterte Forschung, das heißt, wir haben den Supercomputer erforscht. Wir schauen, was gibt es denn noch, was wir auf jeden Fall brauchen. Und zwar, das ist etwas, was ich auf jeden Fall sehr früh haben möchte. Isolierte Ziegel. Dann auch den Lufterfrischer. Auch wichtig. Ach, eigentlich ist alles wichtig. Wir brauchen so viel. Auch die Automatisierung ist wichtig. Home Automation, ganz klar. Smart Home und so weiter. Das brauchen wir auch. Nicht so dringend. Und auch hier normale Klos und eine Dusche. Und ja, auch für unsere Dupes mal was Schönes, irgendwie Dekoartikel und so weiter. Das wäre auch nicht schlecht, so eine Rutschstange, das macht die Jungs und Mädels ein bisschen schneller. Jetzt schauen wir mal, was wir am besten machen können. Ich denke mal, bis wir den Supercomputer haben, kann sich unsere Ellie mal um die Energieregulierung kümmern. Und ja, wo ist denn eigentlich das Essen? Stimmt, das haben wir ja hier. Wir haben auch den Acker, den Eibrecher. Ja, schauen wir uns mal an, wie das dann kommt, ja. Also ich denke mal, wir nehmen jetzt hier nach unserer Logik die Mauer. Bauen das hier so entlang. Bauen das hier alles ab. Und wollen, dass das dann auch wieder schön alles abfließen kann. Lassen wir das noch. Schauen wir uns nochmal die Temperatur an. Ja, wir brauchen auf jeden Fall so einen Zielwert, sage ich mal, wohnlich 20 bis 24 Grad, ja, so wie in einer normalen Wohnung eben. Und was wir haben hier zum Beispiel, kommt ja schon 30 Grad Wärme rüber zu uns und mit der Zeit verbreitet sich auch die Wärme auch direkt zu uns, beziehungsweise aber auch hier die Kälte. Und ich habe das Gefühl, wir werden uns auch relativ früh abschotten müssen. Wir werden relativ früh auch isolierte Ziegel bauen müssen, damit wir
überhaupt irgendwie ein normales Klima haben. Und aber noch ist es kein Problem, aber man sieht schon, wir haben jetzt nicht gerade viel gebuddelt und schon sind wir hier an der Grenze. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mal eine Lösung. Wir schauen, die Ellie, die muss jetzt ein bisschen strampeln. Klar, Ellie, du, für die Forschung muss man auch arbeiten, während die anderen auch da am Buddeln sind und am Bauen. Und ja, jetzt schauen wir mal, wir haben jetzt das ganze dreckige Wasser, wir haben hier dreckiges Wasser. Wir werden jetzt mal schauen, wie kriegen wir das jetzt noch am besten runter. Ich denke mal, wir machen das so. Wir bauen eine Leiter hier hoch. Machen das hier an der Seite. Und dann ploppt das hier alles schön runter. Und dann machen wir hier noch auf. Dann kommt das hier auch noch runter. Dann haben wir hier das ganze dreckige Wasser. Hier haben wir übrigens Sohle, oder? Sohle, ja, super salziges Wasser. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ja, ich denke mal, das sollte schon ausreichen. Ja, wir warten noch ein bisschen ab. Wir wollen ja auch nicht zu viele Befehle rausschicken, sonst wird ja auch nie was fertig. Dementsprechend lassen wir mal das. Und das kannst du auch später machen. Wir wollen jetzt erstmal, dass diese Treppe fertig wird. Super. Wie sieht es mit dem Sauerstoff aus? Wir haben hier verschmutzten Sauerstoff. Da sehen wir schon den Druck 1800 hier direkt über der Maschine. Hier haben wir schon 1100 und na, hier wird es ein bisschen mager mit 600-700 und hier oben sowieso. Nicht so schön. Aber ich denke mal, diese eine Maschine, die wird das schon hinkriegen. Wir haben jetzt hier nach der Forschung dickere Batterien. Die werden wir auch austauschen. Wie machen wir das am besten? Wir bauen, glaube ich, hier mal so eine oder zwei von diesen Dingern mal hin. Oder wartet. Nein, wir brauchen nichts. Wir lassen das jetzt einfach mal und werden das jetzt am Ende dieses Zyklus werden wir einfach die Batterie hier abreißen und eine neue bauen. Und da sehen wir, der ist schon richtig fleißig am werkeln. Kann man das hier auch noch aufmachen, damit es hier auch runterkommt. Oh, und da haben wir was. Da haben wir was Neues. Ein Biodrucker. Jo, wen haben wir denn da? Wir haben die Kamel mit 5 Bauen, 3 Kochkunst, aber Kochkunst gesenkt. Nicht so gut, wie ich finde. Wir haben den Turner. 8 Kreativität. Luftverbrauch erhöht und dann hat er noch super, super duper hart Digging. Ja, das ist kein schlechter Skill, aber ganz ehrlich, Kreativität und so passt irgendwie nicht. Da haben wir den Bediener. Er hat 9 Maschinen. Medizin ist erhöht, Kreativität, aber Landwirtschaft gesenkt und das ist der Otto. Ich glaube, dieses Mal nehmen wir einfach mal das Hilfspaket. Und das zweite noch, wir haben hier Fertigkeiten der Tubes. Und zwar haben jetzt alle einen Punkt erhalten. Jetzt schauen wir mal, wie wir sie verteilen können. Jetzt schauen wir uns das mal bei Nails an. Nails, haben wir ja gesagt, ist erstmal ein, ja, so ein Buddler, ne? Also ich denke mal, schweres Graben am Anfang ganz wichtig. Er kriegt ja auch hier so einen super tollen Hut mit Lampe. Und der Buddy. Gleiches gilt ja auch für ihn. Super toller Hut, Mittellampe. Ellie, ja, Ellie wird jetzt nicht irgendwie am Graben sein, sondern die soll ja forschen. Sie liebt es ja auch. Und sie bekommt dann auch hier so einen Aluhut. Und unser Landimann haben wir ja gesagt, der soll ja Landwirtschaft machen. Und das wird ja ganz wichtig gleich. Der bekommt hier verbesserte Landwirtschaft und bekommt dann hier so einen super tollen Sonnenhut. Und jetzt schauen wir mal, jetzt, wo seid ihr denn? Hallo. Kommt doch mal rüber. Da, jetzt geht's los. Jetzt kommt der Hut. Oh, die Augen, die strahlen. Oh mein Gott, diese Freude. Jetzt geht's los. Oh Mann. Oh, das Lächeln und dann noch ein bisschen gehustet. Oh, jetzt kommt's. Wahnsinn. Und dann kommt noch die Ellie. Ah, was für die Ellie.
Perfekt. Also ich glaube, die Hüte bringen ja nichts, sondern einfach nur, dass man das sieht. Sieht, ist einfach ein netter Touch. Buddeln wir das mal hier frei. Ja, es ist nicht so schön, die ganze Zeit im Wasser zu sein. Ja, die sollen mal hier mal... Die sollen sich mal hier beeilen. Ich will das hier sofort erledigt haben. Das will ich auch erledigt haben, ganz wichtig. Das muss weg. Forschung, ja, boah, das geht aber schnell. Ellie ist so gut. Das ist der Wahnsinn. Wir haben schon einen Kohlegenerator. Wir haben eine Sugar Engine. Das können wir alles aktuell nicht benutzen. Aber der Kohlegenerator, der ist nicht schlecht. Da müssen wir ja nicht strampeln. Aber wir lassen es jetzt noch am Anfang. Was nehmen wir als nächstes? Als nächstes. Ich würde vorschlagen, als nächstes nehmen wir mal die Viehzucht. Die Viehzucht. Und zwar, aber das können wir jetzt aktuell noch nicht. Ah, das war jetzt gar nicht so schlau von mir. Was nehmen wir jetzt als nächstes? Gehen wir mal hier lang. Währenddessen bauen wir den Supercomputer. Dann können wir auch die isolierten Ziegel bauen. Und ganz wichtig hier der Lufterfrischer, weil wir haben ja so viel Grün. Ja, das sieht ja gar nicht mehr gesund aus. Das ist der gesamte verschmutzte Sauerstoff. Und ich glaube, wenn man jetzt auf die Dupes klickt, die haben hier einen Malus, einen Yucky Lungs. Und zwar steigert es deren Luftverbrauch um 30 Gramm pro Sekunde. Und das die ganze Zeit. Also, ja, ist nicht so toll. Okay, und schauen wir uns mal an, was wir hier noch machen können. Wir werden auch auf jeden Fall noch irgendwie Frischwasserreserven irgendwo anzapfen und abzapfen müssen. Ja, oh, das wird alles knapp. Das ist gerade nicht, ja, ist nicht gerade die beste Position, wo wir jetzt gerade stehen. Ich denke mal, wir werden hier gegenüber, werden wir die Klos, die neuen richtigen Klos machen. Dann wollen wir hier, glaube ich, so ein Essenszimmer wäre nicht schlecht. Oder, ja doch, Essenszimmer wäre hier nicht schlecht. Und hier unten fangen wir mal an, ja, Essen anzupflanzen. Also wir werden uns mal eine Pflanze schnappen und schauen, oder beziehungsweise müssen wir schauen, was wir überhaupt für Samen haben. Ist ja auch so etwas. Bauen wir mal schnell. Ganz wichtig. Liebe Dupes, das muss heute fertig werden. Ja, Zeitplan und so weiter, ganz wichtig. Haltet euch dran. Oh, ich liebe es, wenn sie so abgehen. Die Klos kommen dann hier lang. Das kommt weg. Ah, super. Hier so eine Raute. Das ist schon die nächste Stufe an Materialien, die... Also die Materialhärte quasi. Und da brauchen wir natürlich die Fertigkeiten. Und da hatten wir da ja gerade den Upgrade bei den beiden. Die können das jetzt abbauen. Das ist ja super. Haben wir schon eine nächste Forschungsstufe? Kantinentisch. Genau, was haben wir gesagt? Kantine wollen wir hier oben haben, ne? Da machen wir auch schon mal so eine Planung. Zack. Ich glaube, das können wir nicht. Genau, das können wir nicht. Das muss weg. Das und das, das will ich alles weg haben. Das. Und, planen wir das schon mal vor. Zack, zack. Das kommt hier hin. Dann haben wir hier Möbel, Kantinentisch. Zack. Vier Kantinentische. Wir brauchen vielleicht eine Blume oder sowas. Ah, genau, der Supercomputer, ganz wichtig. Und was wir nicht gemacht haben, ja super. Wo der letzte Zyklus jetzt hier fertig war, haben wir ja die Batterien da nicht abgebaut. Ja, passiert. Passiert. So, schauen wir uns das mal an. Luft immer gut checken. Ja, es wird immer besser. Das wird immer besser.
Und das ganze dreckige Wasser kann abfließen. Ich denke mal, wir werden hier so ein, ja, so einen kleinen Reservoir machen mit ganz viel verschmutztem Wasser. Und da müssen wir mal schauen, was wir damit machen. So, während die Dupes arbeiten, schauen wir uns mal unser Raumoverlay an und dann sehen wir die Baracke. Die Baracke, einfach weil es ein geschlossener Raum ist und die Anforderungen erfüllt. Hier ist die Anforderung für eine Baracke: Feldbett, keine Maschinen, minimale Größe und maximale Größe. Und das gibt plus 1 Moral. Und ein Schlafzimmer, da brauchen wir einen Dekorationsgegenstand. Und das wäre dann, würde uns belohnen mit plus 2 Moral, was ja nicht schlecht ist. Und deswegen mache ich auch die Türen hier immer. Und zwar will ich ja hier erstmal einen Speisesaal haben. Das gibt dann plus 3, was super angenehm ist. Das muss hier sauber gemacht werden. Haben wir noch irgendwo Wasser? Das ist super nervig, über Wasser zu gehen. Da haben sie nach nasse Füße. Das kommt weg. Dann müssen wir hier alles sauber machen, da alles sauber machen. Ja, dann machen wir hier noch zu. Oh je, oh je. Und ja, genau. Ha. Der Tag neigt sich dem Ende. Jetzt wird ja nicht so viel gearbeitet. Da geht man noch schnell aufs Klo. Ah ja. Entspannter. Sehr gut. Wir schauen uns nochmal die Forschung an. Wieder mal. Wir haben jetzt hier das. Dann. Ja, ich denke mal, wir werden jetzt hier schnell noch morgen den Blumentopf erforschen. Und dann können wir das und das hier zerlegen. Und dann bauen wir die größere Batterie morgen früh. Das machen wir dann auch auf Stufe 9. Morgen wird das dann schnell gemacht. Wir können dann nochmal hier unsere Ressourcen anschauen, alles was wir haben. Wir brauchen, ich glaube, Erde brauchen wir für Forschung und Wasser. Erde haben wir jetzt gerade nicht viel. Das sind 711 Kilogramm. Das wird schnell weggehen. Vielleicht können wir mit dem Kompost arbeiten. Mit verschmutzter Erde bekommen wir Erde. Ja, sollte auch klappen. Wir gehen mal hier hin, machen einen 4er Abstand da. Dann müsste quasi hier die nächste Stufe sein. Ja, wie machen wir das am besten? Ich würde hier den Kompost machen, aber nicht so hoch. Am liebsten hier unten. Aber schauen wir jetzt mal. Schauen wir uns mal die große Batterie an. Ganz wichtig, auch sehr schnell bauen, bitte. Das will ich noch sehen. Der baut hier da alles noch ab. Sehr gut, sehr gut. Ja, das braucht alles Zeit. Wir können da noch schon mal vorbereiten. Der nächste Dupe wird ja auch noch kommen. Und wir brauchen natürlich die Möbel. Dann brauchen wir auch noch, oje, oje, jetzt kommt auch natürlich alles, den Acker. Wir haben ja gesagt, also hier, dann wollen wir hier das neue Badezimmer, hier wird gegessen, dann soll hier angebaut werden, korrekt. Da können wir hier die Küche machen, direkt daneben, da wird gekocht und dann gehen wir hier und bauen hier auch weiter an. Dann kann der Kompost hier sein. Ja, ich denke mal, das ist ein guter Plan. Das können wir dann machen. Ja, wenn sie mal arbeiten würden, aber die machen jetzt gerade nicht so viel. Auf jeden Fall mit dem Supercomputer können wir jetzt Ellie sagen, die soll. Ah, ne, die macht ja noch hier die Lampen, die Deko-Forschung. Die sollen jetzt erstmal fertig werden mit der Deko-Forschung. Wo ist denn eigentlich Ellie? Ellie? Erde, ja, oh, ja, stimmt. Erde, brauchen wir ganz, ganz wichtig. Wie machen wir das jetzt am besten? Haben wir da Veredelung? Kompost? Ja, wir müssen das irgendwie schneller machen jetzt mit dem Kompost.
Wir bauen das hier hin. Eins, zwei. Und da kommt ja gleich das ganze Wasser. Oh mein Gott, ich sehe schon kommen. Sehr gut. Bauen, bauen, bauen. Keine Pause. Sehr gut, weitermachen. Nicht aufgeben. Wunderbar. Da ist die Ellie noch dran. Macht ihre Forschung. Sehr gut. Perfekt. Sehr gut. Ja, da würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Wir werden jetzt die Pläne auch umsetzen. Aktuell ist ja noch ganz viel Buddelarbeit, passiert nicht so viel. Aber wir kommen jetzt gerade an die Grenzen, wie man sieht, vor allem temperaturmäßig. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Platz. Und es wird höchste Zeit, dann auch uns abzuschirmen und zu schauen, wie wir wie wir den Platz am besten ausnutzen, den kleinen. Und wir müssen nach oben buddeln, denn oben ist ja das Weltall. Klar, wir sind ja in einem Asteroiden. Und irgendwann mal wollen wir auch die Rakete bauen. Dementsprechend, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.